Du möchtest wissen, wie man einen G-Dur-Akkord spielt? Ich zeig's dir in einem ganz kleinen, einfachen Tutorial. Wir schauen uns die Tastatur an. Dann, wenn du hier, das ist meistens so der Ausgangspunkt hier, wenn du einfach nach oben gehst, so nach oben, dann haben wir hier die Note G. Und da legst du jetzt einfach deine rechte Hand drauf, so dass du den Daumen hier hast. Dann lässt du eine Taste aus. Du lässt nochmals eine Taste aus. Und dann kriegen wir den G-Dur in der einfachsten Form, das ist die sogenannte Grundstellung. Diese Grundstellung, die kannst du auch überall wieder platzieren. Du merkst einfach dieses Muster und die unterste Note befindet sich zwischen diesen zwei Tasten. Da wir so einen Dreierblock haben, hier drin. Dann kannst du den G-Dur auch hier spielen, mit der linken Hand, das geht auch. Wir können den auch hier spielen oder auch hier. Oder auch hier und hier, hier unten hört sich nicht mehr gut an. Das ist ein bisschen dumpf hier, aber da geht es gerade noch knapp. He? Rein vom Sound her. Ah, das ist alles G-Dur in der einfachsten Form. Dann, wenn ich weitergehe, dann kann ich sagen, okay, diesen G-Dur, den könnten wir auch noch ein bisschen anders spielen. Wir machen da sogenannte Umkehrungen. Und wenn ich den G-Dur so spiele, so dass ich die unterste Note einfach eine Oktave weiter oben spiele, dann kriege ich das hier. Jetzt habe ich einfach die unterste Note nach oben geschoben, habe ich die erste Umkehrung, dann habe ich hier die zweite Umkehrung und dann habe ich hier wieder die Grundstellung. Und so lassen sich diese Umkehrungen über die ganze Tastatur da so spielen, ganz wie man möchte, mit der linken oder mit der rechten Hand. Das braucht natürlich ein bisschen Übung, das ist klar. Aber wenn man das mal drin hat, wird es super einfach. Und jetzt gibt es noch einen Trick. In der Zapiano-Methode, der unterrichte ich immer ganzheitlich. Da geht es auch darum, dass du rein über den Verstand Dinge lernst. Und wenn ich hier den G-Dur so anschaue, dann habe ich ja gewisse Töne drin. Das ist der G, das ist der B und das ist der D. Ich sage dem B, das ist die internationale Schreibweise. Das ist ein B. Im deutschsprachigen Gebrauch wird vielfach hier auch das H verwendet. Das lasse ich aber weg. Ich sage dem B. Okay, dann habe ich die Töne G, B und D. Und jetzt, wenn du weißt, wie die Töne des G-Dur-Akkords heißen und du weißt die Töne dieser Tastatur, dann kannst du plötzlich den Akkord irgendwie anordnen. Du kannst auch die Töne verdoppeln, wie du möchtest. Und dann kommst du plötzlich auf solche Sachen, die sich da vielleicht dann so anhören. Das ist alles G-Dur, alles super einfach. Wenn man es ein bisschen geübt hat, das ist klar. Das ist auch noch ein G-Dur hier, oder das hier ist auch ein G-Dur. Okay, dann ist auch wichtig, dass du das, was du spielst, dass du das gleichzeitig hörst, dass du es korrekt wahrnimmst. Dann hast du einfach sofort einen tieferen Zugang zur Musik und alles, was du spielst, wird sich mit der Zeit viel tiefer und besser anhören. Das bedeutet hier, wenn ich das so habe, ist ein bisschen hoch für mich, dann probierst du jetzt, die höchste Note zu singen, kannst auch hier, ist ein bisschen einfach für mich. Die höchste Note ist meistens diejenige, die man am ersten hört, das ist am einfachsten. Da, ba, du, da. Und dann probierst du, diese Töne so zu hören. Also immer wenn du hingehst, da, du, da, 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 überprüfen. Okay. Dann in einem weiteren Kontext, wenn ich da ein bisschen weiterfahre, dann ist dieser Akkord G-Dur vielfach eingebettet in verschiedenen Tonarten. Es gibt drei Basismöglichkeiten, wie dieser eingebettet ist. Das erste ist, wenn ich mich in G-Dur befinde, dann ist dieser auf der ersten Stufe. Dann, wenn ich mich in D-Dur befinde, dann ist dieser hier auf der vierten Stufe. Und angenommen, ich befinde mich in C-Dur, dann ist dieser Akkord die fünfte Stufe. Wenn du jetzt gerne noch mehr erfahren würdest über diese ganzen Akkorde und diese Tonleitern, wie das Ganze funktioniert, dann empfehle ich dir den interaktiven Klavierkurs Chords and Scales auf zapiano.com. Du findest hier im Anschluss noch einen kleinen Teaser, was dir Zapiano alles bietet und warum das Zapiano vermutlich auch für dich die beste Art ist, das Klavierspiel zu erlernen. Stell dir vor, du könntest endlich richtig Klavier spielen, dich nach getaner Arbeit ans Piano setzen und sich voll und ganz der Muse hinzugeben. Das ist kein Traum mehr, sondern mit Zapiano ist das so einfach wie niemals zuvor. Mein Name ist Sven Häfliger, ich bin der Gründer von Zapiano. Stell dir vor, du könntest solche Sachen spielen. Ohne zu überlegen. Und auch ohne Noten.
denkst du es, ja, ohne Noten, wie soll das gehen, wie soll ich mir das alles merken können? Keine Bange. Dazu habe ich die Zappiano-Methode entwickelt. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, der das Verstehen, das Fühlen, das Tasten, das Hören, wie auch das Sehen mit ihm behaltet. Da ist alles mit drin. Und da wird alles so kombiniert, dass du wirklich dich hinsetzen kannst und mühelos spielen kannst. Auf Zappiano bist du zeitlich völlig unabhängig. Du lernst dann und übst Klavier, wenn du magst. So hast du keinen Druck und kannst dich dann dem Klavierspiel hingeben, gerade dann, wenn es dir passt. Du bist örtlich unabhängig. Du lernst einfach von zu Hause aus. Das heißt, du brauchst dich nicht ins Auto zu setzen, um an einem gewissen Zeitpunkt, an einem gewissen Ort zu sein, sondern dein virtueller Lehrer, der ist bei dir zu Hause jederzeit für dich da. Und falls du an einen Punkt kommst, wo du sagst, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dann gehst du einfach nochmals zurück im Lernprogramm, du schaust dir das Video nochmals an und du schaust es so lange an, bis du denkst, ja, jetzt ist gut. Und falls du trotzdem mal etwas nicht verstanden haben solltest, dann kannst du jederzeit unter jeder Lerneinheit eine Frage hinterlassen. Klavierspielen zu lernen auf Zappiano ist fast in etwa so, wie wenn du einen Klavierlehrer direkt neben dir hast. Ich erkläre dir alles super einfach in verständlicher Sprache und du kannst sogar einmal im Monat mir ein Video von deinem Klavierspiel zukommen lassen und du kriegst von mir oder von jemandem aus meinem Team ein persönliches Feedback. Pianisten fristen oft ein einsames Dasein. Man ist zu Hause, man übt für sich, aber auf Zappiano ist es anders. Aus diesem Grund haben wir die Zappiano Community eröffnet. Du kannst dich da austauschen, du kannst Videos hochladen, du kannst liken, du kannst kommentieren, ganz ähnlich wie beim Facebook, aber nur mit dem Unterschied, dass die Daten ausschließlich bei uns bleiben. Die teilen wir nicht mit Google und auch nicht mit Facebook. Mit dem Einsteigerkurs, mit dem Piano Starter 1 ist es jedoch noch nicht vorbei. Zappiano bietet dir eine Fülle an Klavierkursen für jeden Geschmack und jedes Spielniveau. Zappiano ist offizieller Partner der Kawai Europa GmbH. Das bedeutet für dich, du kannst profitieren von dieser Kooperation. Falls du jetzt ein Kawai Piano hast, egal welches Modell, dann bekommst du den Klavier-Einführungskurs kostenlos von uns.